Also das mit Energie ist ja echt geil. Also, dass man braucht nur ein Ding und das kann meine ganze Stadt und ich habe sogar Überschuss. Brill, was hast du denn da oben? Erz oder braucht Kohle? Ach, du brauchst Kohle. Du brauchst dringend Kohle, steht hier bei mir. Ja, habe ich auch, weil brauche ich auch, weil meine Kohlevorkommen langsam zur Neige gehen. Aber ich habe ja Kohlevorkommen hier auf meinem Dings. Wenn du da unten auf das Schild gehst, Spezialisierung, Ja. dann kann man da ja auf Bergbau gehen, Kohlebergwerk, und dann öffnet sich die Kohledatenkarte und ich habe hier Kohle. Das Ding kann ich mir nur nicht leisten, das kostet 22.000. Ich habe auch ein bisschen Hast Erz. du dich denn schon spezialisiert darauf? Nee, überhaupt nicht. Also. Ich weiß auch nicht, auf was ich mich spezialisiere. Keine Ahnung. Ich muss erstmal ein bisschen dafür sorgen, dass das rund läuft hier und dann mach ich. Oh, was ist hier denn Shit, passiert? die Leute kommen. Trümmer. Mir tut sich gar nicht. Hier ist bei mir ein Haus abgebrannt. Na gut, dass ich das noch gesehen habe. So Trümmer machen sich natürlich nicht gut. Ja, aber bei mir wird das Industriegebiet jetzt. Was möchten die denn? Die möchten eine Dichte haben. Aber das steigt auch. Hier werden Mitarbeiter gebraucht, geschlossen. Ja, Leute. Das ist doch ein Teufelskreis. Die einen wollen eine höhere. Oh, Mann, Mann, Mann. Mir muss ich jetzt die Straßen halt upgraden. Liebe Die es, nicht sind auch. Feldwege zu befahren, die Säcke. Dabei sind Feldwege so geil. Was geht denn bei mir? Hier ist voll der Alarm irgendwo. Wie hoch ist Ach, deine manchmal ziehen die Bevölkerung? Leute auch einfach nicht ein. Ich habe zwei Bitte? Sechs. Meine ist unter 1000 gesunken. 797 nur noch. Eieiei. Warum ist das denn so gesunken? Sinkt die Bevölkerung, wenn, Ich habe keine Ahnung. Wie viel Geld machst du denn? 2416 die Stunde. Oh, das war schon mal gar nicht schlecht. So, pass auf, hier baue ich jetzt bis zum Wasser weiter. Und hier baue ich jetzt so Bogen hin. Ist das schön oder ist das schön? Das ist richtig schön. Schön ist das sogar. Ich verschwende gerade Geld en masse, aber ich muss neue Wohngebiete ausweisen, dass sonst. Komme ich hier Ja, überhaupt nicht das mehr ist nicht einfach auf den das grünen gleiche Zweig? Problem. Ich würde auch gerne eine Schule bauen, aber ich habe nur noch 114. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so viel, ob meine Schule da wirklich allzu viel bringt. So Leute, jetzt habt ihr Platz zum Einziehen noch und fucking nöcher. Ach so, ich habe auch ein Gewerbegebietsproblem, sehe ich gerade. Auch schön. Ich auch, aber mittleres Gewerbegebiet. Ich weiß nicht, wie ich Ach das so, aufs wie kriege ich denn höhere mittleres kriege. Gewerbegebiet hin? Ja, das ist mein Problem. Ich habe keine Ahnung. Also man sieht ja, wenn du auf so ein Gewerbehaus klickst, was die haben wollen. Und bei mir ist das mit der Dichte noch nicht erfüllt. Was heißt denn Dichte? Mehr Arbeitnehmer, Naja, oder? wie viel. Nee, Mehr ich glaube, wie Abnehmer. viel Gewerbedichte da ist. Oder auch Hausdichte, ich weiß es ehrlich Technikstufe, gesagt ach, die nicht. brauchen eine Schule, die brauchen die Schule. Nee, das ist die Industrie. Oder, ja, das ist die Industrie, ja. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Naja, das stimmt doch gar nicht. Oh. Oh, mein Straßen, ich habe einen Straßenkollaps, aber sowas von. Ich auch, ich bin gerade am Updaten. Ich habe überall in den Wohngebieten noch mit niedriger Dichte. Eventuell werden die bei mir deshalb auch nicht größer. Kann natürlich auch sein, dass ich das total vergessen habe abzugraden. Dass die einfach eine mittlere Dichte brauchen und vielleicht auch mein Gewerbe. Obwohl, nee, das ist.
Das ist mittlere Dichte schon. Da dürften sie eigentlich keine Probleme mit haben. So, ich verschwende gerade mein Geld für... Ich habe viel zu viel Freiräume. Ich habe viel zu viel Freiräume zwischen den Straßen. So, so ihr Lieben, hier dürfte schon. Doch jetzt... Ding-dong. Eigentlich dürften sie jetzt nicht mehr heulen. Eigentlich. Warten wir mal ab, was passiert. Ich kann das bei dem Grünen auch ganz schlecht unterscheiden, ob das jetzt dunkel oder hellgrün ist. Boah, hier ist ein Straßenproblem. Leute, warum fahrt ihr denn nicht? Pass auf, ich muss jetzt meine Avenue ausbauen. Das geht sonst überhaupt nicht. Nee, das war falsch. Wir machen ordentlich Gewinn, ja. Das ist schön für euch. Das ist so ordentlich richtig schön für euch. Zu spitzer Winkel, was? Ja, das ist blöd, ne? Ich weiß auch nicht, was er hier bauen will, aber ich dachte, ich könnte so eine schöne geschwungene Kreuzung da reinsetzen, aber irgendwie ja wohl nicht. Dichte, was meinen die mit Dichte? Guck doch mal in die Hilfe rein. Kann man ja oben aufrufen. Menü und dann Spielhandbuch. Ja. Origin-Hilfe, das ist super. Nee, du musst Spielhandbuch wählen. Was ist mit dem Shoppingangebot? Ja, was ist denn damit? Oh, Strom wird. Eieiei, Strom wird ein bisschen. Hallo. Spielhandbuch. Ich muss gleich ein Kohlebergwerk bauen. Oder du musst einfach auf Dings umstellen, auf Wind. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Auf Wind? Ja, ich muss dann das erstmal... Kannst du bei mir doch einkaufen, den Strom erstmal. Nein, ich spekuliere darauf, dass ich das dann ja verkaufen kann, die Kohle. Aber wer soll das kaufen? Vielleicht kann ich das irgendwie auf dem Weltmarkt verkaufen. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, ich muss diese Straße da weiterführen? Weltmarkt, ja, den Weltmarkt geht auf jeden Fall. Wie komme ich denn jetzt? Ach so, ich war gerade irritiert. Und überall ist Alarm. Mittlere Dichte. Mittlere Dichte führe ich erstmal weiter. So. Ach, hier hinten wollen sie jetzt auch wieder eine Krankenwagenabdeckung haben. Oh, ich müsste mal Schuldinger bauen. Hier, wie heißt es? Haltestellen. Haltestellen machen nämlich auch richtig was aus, glaube ich. Das macht die richtig glücklich, die Leute, und dann bekommst du da auch noch ein bisschen Bildung raus. So, jetzt ein Kohlekraftwerk. Erdbergwerk. Kohle. Das ist alles nicht so einfach. Ich weiß nie, was ich den Leuten noch bieten soll. Hier in der Region. Am besten reiße ich das alles ab. So, ich habe jetzt ein Kohlebergwerk. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Okay. Kann ich mich denn jetzt auch noch auf was anderes spezialisieren? Okay, man kann dann auch noch ein Erzbergwerk bauen. Und Öl ist auch noch möglich. Ein Handelsdepot. Diese Basiseinheit hilft beim Importieren, Exportieren und Lagern von Ressourcen wie Kohle und Rohöl. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leute hin sollen bei mir. Ich bin voll nachgefragt. Ich bin so voll beliebt, ne? Aber ich habe kaum noch Platz.
Wie Platz an für Arbeiter? Ja. Boah, ich brauche auch einen riesigen Industrie. Ich habe einen riesigen Industriebedarf hier bei mir. Und ich habe kein Geld, um irgendwie Upgrades herbeizuführen. Traurig, aber way. Ich bin auch so ein richtiger SimCity-Profi, das merkt man. Ja, ist ja klar, das Spiel ist jetzt gerade mal für uns ein Tag draußen, abzüglich der Zeit, die man nicht spielen konnte. Und ist ja klar, dass das... Boah, ich hätte mal besser, der Rio sagt ja auch so. Er zeigt mir das mal, aber... Chatte doch kurz mit ihm, der ist doch online. Der spielt doch gerade. Glaube ich. Ob der das spielt, das bestimmt alleine. Mit der Feuerwache in der Stadt fühle ich mich viel sicherer. Ja, du wohnst auch bloß 10 Meter davon weg. Oder vielleicht 50. Weil die alle bei mir im Einsatz sind. Also mein Kohlekraftwerk müsste jetzt eigentlich... Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, Doppelklick. Kohlebergwerk müsste eigentlich in Ordnung sein. Es sei denn mein... Quatsch, mein Kohlekraftwerk. Wir stellen neue Leute ein. Ja, dann mach doch. Da bin ich mal gespannt, ob ich das Dichteproblem gelöst habe. Ah, das Dichte, die müssen näher ran, die Häuser. Das geht bei mir nicht. Ich habe zu viel Abstand zwischen den Häusern. Das hat was mit Dichte zu tun. Ist ja logisch, dass... Liegt der auf die Hand. Aber bei mir sind die Kante auf Kante. Das geht bei mir nicht dichter. Die haben den Arsch auf. Das ist doch... Die Leute wollen eigentlich viel mehr Abstand zu anderen Häusern. War das denn bei dem Gewerbe oder auch bei, Wohnhäusern? Bei beiden steigt das an. Wenn ich Wohnhäuser in die Nähe von Gewerbe, ist es auch gut für die Dichte von denen. Ich glaube, ich brauche mal ein zweites... Obwohl... Hä? Was soll ich denn dann da noch hinsetzen? Für den... womit kann man den Grundstückspreis noch erhöhen? Ich meine, ein zweites Krankenhaus bräuchte ich nicht unbedingt. Und eine Polizei will ich da nicht unbedingt hinsetzen. Warte mal, erhöhen Parks die Grundstückswerte? Ja. Ja, tatsächlich. Ja, sicher. Okay, dann baue ich da mal einen Park hin. Einen etwas größeren vielleicht. Da ist sowieso gerade ein Platz frei, das ist okay. Ein Schlängelwegpark. Ach, wie süß. Was war das Größte, was du da so gebaut hast? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin gerade guck mir gerade mal die Karten an. Ich glaube, ich baue da mal einen Skulpturgarten hin. Schülerstudenten, ey. Ich habe voll viele Schülerstudenten und keine Uni. Nichts. Wie kann man das... Ach so, ja. Wo ist die Datenkarte mit Schülerstudenten? Das ist über den Grundstückspreisen. Über den Grundstückspreisen ist bei mir nichts. Das ist leer. Ausbildungskarte habe ich. Nicht angemeldet. Bevölkerungskarte. Schülerstudenten, wo ist denn das? Die sind dann... Technologiekarte. Nein, das ist bei der Bevölkerungskarte. Da hast du dann natürlich die Anzahl der Schüler und Studenten. Tendiert zum Auszug. Ach, da. Schülerstudenten. Ja, und die... Naja. Tendiert zum Auszug. Seid ihr behindert? Wieso wollt ihr ausziehen? Der Behinderte, ey. Der Behinderte. Was ist denn jetzt Schülerstudenten? Ich meine, sollte man schon eine Universität bauen oder reicht erstmal nur eine Schule? Ich meine, was sagt denn meine Schule hier? Die hat da was. Bürgermeister, die Klassenzimmer in Vril sind alle randvoll. Ach so. Kann ich deine Schüler dann zu dir schicken? Kann ich ja gleich mal gucken. Warte, ich muss erstmal ein Klassenzimmer bauen. Klassenzimmer der oberen Etage. Okay, pass auf, wir bauen doch mal Anreise aus. Ich kann die dann. Weil deine Schuhe sind voll, ne? Ja, ich habe gerade ein Klassenzimmer dran gebaut. Hier steht aber auch nirgendwo, ob die. Ach doch, da steht was. 183 von 350. Also 350 Schüler könnte ich jetzt beherbergen, sozusagen. Senkt die Arbeitslosigkeit. Ja, wie soll ich das denn tun?
Gut, ich könnte jetzt Fabriken bauen. Ja, Mensch, also. Oder Gewerbe. Gewerbe bietet ja auch Arbeitsplätze. Aber ich brauche dringend auch Industrie. Ich habe viel zu wenig Industrie hier bei mir. Die schlagen immer vor, immer am Labern, ne? Keine Ahnung. Die kriegen ja alle keine Arbeit nehmen, aber die wollen. Meinst du, Luftverschmutzung wirkt sich auch auf Gewerbe stark aus? Oder ist das da, sind die da toleranter? Tja. Weil ich muss mein Industriegebiet jetzt ein bisschen weiter erhöhen. Was wollen sie jetzt hier? Oh, alle am Demonstrieren, ey. Ich habe so viele Leute in meinem Garten, die passen da alle gar nicht rein. Diesen Grund habe ich den Garten abgeschafft. Können wir eine Kleinstadt gründen? Ah, okay. 2500 Einwohner. Mache ich doch mal glatt. Was hast du denn für ein Smiley links neben deiner Simoleon-Anzeige? Ja, so ein. Was ist der? Der ist so zwischen leicht grün und gelb, ist der. Ja, leicht grün so, ne? Was ist. Ey. Mensch, Leute. Ich kann doch nicht noch mehr. Wie soll ich das denn machen? Ich weise auch Gewerbegebiete aus, aber die ziehen nicht ein. Toll. Also brauche ich noch eine höhere Stadtdichte oder wie sieht das aus? Ich weiß es doch nicht. Komm, wir machen hier jetzt mal noch ein Wohngebiet hin. Mittlerweile werden die Arbeitswege auch immer länger bei mir, weil die immer weiter voneinander entfernt sind, die Gebiete.